Und zwar fliegen wir in den Urlaub mit der Schnepfen-Crew. Guck mal, wo wir sind. Bei den netten Johnsons. Hallöchen. Freunde, Hallöchen, Popöchen. Ich bin unterwegs und mache gerade Besorgungen für morgen. Ich glaube, ihr wisst nicht, was morgen abgeht. Das ist gerade die Frage. Haben wir, glaube ich, noch überhaupt nicht gesagt. Deswegen sage ich es auch jetzt nicht. Ich warte, bis ich zu Hause bin und Kobi von dreimal dürft ihr in den Kommentaren raten, wo er gerade ist, zurück ist. Und dann werden wir euch, denke ich mal, zusammen erzählen, was morgen für uns ansteht. Ah! Bin jetzt wieder zu Hause und mache mir jetzt schnell Frühstück. Wir haben jetzt in 25 Minuten einen Termin online. Und Kobi ist noch nicht wieder zurück. Und wir haben ja hier diese geile Brotschneidemaschine bekommen von Kobis Eltern. Die ist aber ursprünglich von Kobis Oma, also ein richtig schönes Erbstück sogar auch. Und damit mache ich uns jetzt Frühstück. Mehr wollte ich überhaupt nicht sagen. Toll! Wir hatten jetzt gerade unseren Termin, der war sehr gut. Es ist so dunkel hier überall. Wir lassen überall die Schatten unten, damit es schön kühl hier im Haus ist. Wir haben ja leider keine Klimaanlage, aber man muss wirklich sagen, dass das Haus sehr, sehr gut isoliert ist. Der Hund liegt auf jeden Fall die ganze Zeit platt auf den kalten Fliesen. Das muss man sagen, ist auch richtig geil. Aber jetzt... Ach, jetzt ist Kobi gerade duschen. Jetzt kann ich euch immer noch nicht sagen, was wir machen. Aber ihr werdet es wahrscheinlich sowieso im Titel lesen. Deswegen werde ich es euch jetzt einfach alleine sagen. Und zwar fliegen wir in den Urlaub. Yes! Und zwar mit der Schnepfen-Crew. Und ja, das Ganze tatsächlich auch schon morgen. Wir hatten ja letztes Jahr schon einen richtig tollen Urlaub gemeinsam auf Mallorca und haben gesagt, dass wir es auf jeden Fall als Tradition jetzt jährlich wiederholen wollen. Und zack, ist es auch schon wieder soweit. Wir haben Juni und ja, wir haben unseren Urlaub schon vor ein paar Wochen gebucht. Und genau, deswegen steht heute Kofferpacken an. Denn morgen früh um 10 Uhr geht unser Flieger. Deswegen steht für mich jetzt, wie gesagt, erstmal Kofferpacken an. Und jetzt muss ich erstmal schauen, ob ich hier gut an meinen Koffer rankomme. Jawohl, von der letzten Reise. Das steht da noch. Sehr gut. Und ich würde sagen, ich nehme euch diesmal so ein bisschen beim Kofferpacken einfach mit. Denn wie sagt man so schön, zusammen geht alles schneller. Ich habe auf jeden Fall vorgesorgt. Ich habe vor ein paar Tagen noch schnell eine Bestellung gemacht. Und zwar bei Bonprix, damit ich noch ein paar... noch ein paar neue Outfits für den Urlaub habe. Wofür am Strand, wenn die Sonne zu sehr scheint. Das kommt auf jeden Fall mit. Ein wunderschönen neuen Bikini. So, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen was drin. Das ist natürlich noch lange nicht alles. Und denkt auf jeden Fall dran, mal bei Bonprix vorbeizuschauen. Ich habe sie ja wahrscheinlich auch schon öfter bei mir bei Instagram gesehen, dass ich da super oft shoppe. Die haben richtig, richtig tolle Sachen. Also da ist auf jeden Fall immer für jeden was dabei. Und ich finde jetzt mal ganz unter uns wirklich auch zu echt guten Preisen. Also ich shoppe da wirklich immer und bin nie irgendwie baff oder denke mir so, das ist jetzt aber arg aus dem Rahmen. Also ich finde da Preis-Leistung wirklich richtig toll. Die Sachen gefallen mir immer richtig gut. Die Qualität ist auch immer sehr, sehr wichtig. Finde ich komplett on point. Also wirklich sehr, sehr schön. So, wir machen uns gerade auf den Weg eigentlich zu meinen Eltern. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich euch vergessen habe, die Käsebrötchen zu zeigen. Whee! So sehen sie aus. Und ich habe sie schon getestet. Und die war sehr lecker. Ja. Aber ich dachte mir gerade, nicht schon wieder vloggen, ohne das Endergebnis gezeigt zu haben. Ja. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg. Ich habe meinen Eltern auch ein paar eingepackt. Let's go! Wir sind bei meinen Eltern angekommen und ich zensiere den Fuß jetzt für alle Fußfreunde da draußen, aber ich lasse gerade die Fischer mit den Füßen nuckeln. Guck mal, wie fett die geworden sind. Wahnsinn. Guck mal, jetzt der Kohle, ich setz mich mal, Freunde. Guck mal, wo wir sind. Bei den netten Johnsons. Hallöchen. Jawohl. Ja, warte. Ticken noch. Ja, warte. Jetzt noch ein bisschen eindrehen. Ja, au! Maschallah! Und wir werden grillen, Freunde! Wir werden grillen und dafür schmeißt Timmy hier schön das Grillgerät an. Guck mal, was er damit gebracht hat. Oh, ein bisschen Grillkäse kann ich nur als Tipp geben. Maschallah. Ist keine Werbung, aber mit Gouda, ganz wichtig. Ja. Den gibt, der ist neu, ja. Der ist richtig ganz gut. Ganz wichtig und richtig. So, schauen wir mal, was der so kann. So, mit dem machen wir einmal.
ganze Platte ölig. So, wir lassen es uns heute schmecken, Freunde. Wir lassen es uns heute richtig schmecken. Freunde, guckt euch das an. Aus wir grillen und gucken mal, was wir da haben, ist das geworden. Das sieht wirklich sehr köstlich aus. Hier gibt's nichts mehr. Ja, ehrlich, hier gibt es ein paar Veggie-Sachen, ein paar Maiskolben. Köstlich. Guten Hunger zusammen. Liebe Freunde, we are back at home. Es war ein ganz wundervoller Abend. Ganz, ganz liebe Grüße raus an Anna und Tim. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben super viel gequatscht. Ich habe jetzt nicht besonders viel gefilmt, weil das wirklich einfach eine echt private Session war und wir einfach Zeit zusammen verbracht haben, über super viele Themen gequatscht haben, lecker gegessen haben. Ja, das war echt nice. So, jetzt müssen wir um ein bisschen Reality reinzubringen. Nach so einem Abend, sonntagsabends um 11:45 muss noch gearbeitet werden, bevor wir schlafen gehen, weil wir morgen super viel zu tun haben und das sonst nicht schaffen würden, du. Ja, na, deswegen... Guten Morgen, Freunde. Wow, was bin ich denn so am Glänzen hier? Ich bin schon am Schwitzen hier früh am Morgen. Wir haben 17:45 und ich habe jetzt gerade meinen Koffer ready gepackt. Kobi kommt auch jetzt runter, dann macht er seinen zu und dann geht's für uns auch schon los. Ich bin jetzt schon total außer Atem und außer Puste. Ich bin sehr schnell K.O. aktuell. Mir ist auch gerade wieder richtig, richtig übel. Ach, das ist schon nicht ohne. Vor allem, ich habe gerade eben mal im Wetterbericht geschaut. Es hat noch ein bisschen geregnet gerade eben auf Mallorca. Aber wenn wir später ankommen, soll es 31 Grad sein. Da bin ich immer gespannt. Ich bin ja so schon nicht immer diejenige, die mit heißen Temperaturen so gut klarkommt und immer mit Kreislauf zu tun hat. Aber jetzt aktuell in der Chivo-Behandlung mit den ganzen Tabletten und so ist mir immer schwindelig und immer richtig... Bin ich mal gespannt, deswegen wird auf jeden Fall ein ruhiger gemacht. Aber ja, ich freue mich sehr. So, jetzt packen wir mal unsere ganzen Sachen zusammen und dann bringen wir erstmal Juli weg. Ach, mein Herz schon wieder. Ich glaube, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Jetzt werde ich auch noch heißer gerade. Was ist das denn? Egal, wie oft wir ihn wegbringen und ich weiß, er ist in guten Händen und er fühlt sich wohl. Das wird immer nicht so schön. Ich hasse diesen Moment. Schatzi, Babylein. Oh, er weiß sowas von, was kommt. Er ist uns heute Nacht nicht von der Seite gewichen. Schreibt mal gerne alle Hundebesitzer in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Also Kobi und ich, wir sind wirklich so besessen von ihm, dass wir ihn einfach jetzt schon vermissen, obwohl er noch da ist. Es ist oft dann zum Beispiel auch einfach so, dass ich seinen Geruch vermisse. Wisst ihr, was ich meine? Ich vermisse es so, meinen Kopf in ihn reinzustecken und zu riechen und zu schnippern. Ja, machen wir mal ein bisschen Krawall, bevor du gleich weg bist. Ist deine Hut hier. Hallöchen, wir sitzen. Jetzt bringen wir Juli weg. Wir sind leider ein bisschen später dran als geplant, aber deswegen rechne ich immer genug Puffer ein. Wir hatten nämlich gerade einen kleinen Struggle mit unseren Koffern. Wir mussten nochmal umdeponieren. Wir hatten 8 Kilo zu viel. Und als wir nach Griechenland geflogen sind, hatten wir einfach 8 Kilo zu wenig. Das heißt, wir hätten jetzt eigentlich einen Unterschied von 16 Kilo von Urlaub zu Urlaub, was ich mir einfach nicht vorstellen kann. But, es war so. Also irgendwas ist schiefgelaufen. Wir haben ja nicht 16 Kilo mehr von Urlaub zu Urlaub jetzt. Da ist irgendwas suspicious. So, jetzt düsen wir los und bringen Juli weg. Freunde, wir sind angekommen am Flughafen. Köstlich-möchtliches Frühstück. Hast du schon erzählt? Was denn? Dass ich geblitzt wurde? Nee, noch nicht. Reichheit. Ja, Freunde, es ist tatsächlich mal wieder passiert. Ich wurde geblitzt. Ich fahre jetzt seit über 10 Jahren Auto. Und insgesamt ist es, glaube ich, das vierte Mal, dass ich geblitzt wurde. Schon okay. Wir waren dann leider ein bisschen in Eile. 30er Zone. Ein paar Kammer zu schnell. Wird nichts Wildes sein. Aber ich habe ja mitbekommen, dass sie den Bußgeldkatalog angehoben haben. Und entsprechend geldtechnisch wahrscheinlich bestimmt 80, 90, 100 Euro. Aber mal gucken. Naja, ich war ehrlicherweise ein bisschen genervt, aber jetzt ist wieder gut. Kann man ja nichts machen, ne? So, Freunde, Truppe ist zusammen. Glädchen. Fühlt sich nicht so gut heute. Und Sunny und Jamie. Und ja, das ist der Punkt, meine Freunde, wo wir diesen Vlog hier beenden. Denn wir haben uns etwas Cooles überlegt. Und zwar teilen wir den Aufenthalt auf Mallorca auf. Und den ersten Part des Vlogs wird quasi Sonny jetzt übernehmen. Das heißt, Anreise und die ersten Tage werdet ihr bei Sonny finden. Also wenn ihr Urlaubsvlog Teil 1 sehen wollt, rüpft da mal rüber. Und ja, wir verabschieden uns jetzt hier und vloggen dann irgendwann mal wieder, wenn wir dann da sind. Tschüss. Tschüss.